Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Terrassenplatten versiegel. Und zwar, warum möchte ich die versiegeln? Ihr seht es hier schon, ich habe hier überall latent so dunkle Stellen drauf. Die dunklen Stellen sind nicht, weil ich hier nicht sauber mache oder nicht putze oder was auch immer. Nein, die entstehen bei mir im Herbst und im Winter. Weil ich habe hier meine Garage, dahinter ist die Nachbargarage. Im Herbst und im Winter ist die Sonne so tief, die kommt gar nicht über die Garage drüber hinweg. Und hier habe ich dann einfach nur diese Schmutzbildung. Sieht natürlich auch nicht schön aus. Ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich kann diese Fliesen oder diese Terrassenplatten versiegeln oder ich kann sie imprägnieren. Imprägnieren heißt eigentlich nur wasserdicht machen. Ich will aber hier die Pflastersteine oder die Terrassensteine nicht wasserdicht machen. Ich will verhindern, dass solche Schmutzgeschichten hier, ich weiß gar nicht, was das ist, Flechte oder Grünalge, Schwarzalge, keine Ahnung. Ich will verhindern, dass die sich hier neu ansetzen können. Und dementsprechend hilft hier auf Dauer nur eine Versiegelung. Das Ganze geht natürlich auch nur oder sollte nur auf einer komplett sauberen Fliese stattfinden. Ich habe mir hier schon einmal die Mühe gemacht und habe diese zweieinhalb Steine mal komplett gereinigt. Ich habe auch schon mal ein separates Video gemacht, das seht ihr im Übrigen gerade oben in der Ecke, wie ich das hier so sauber hinbekommen habe, weil hier war alles voller Flecken und das bringt ja nichts, wenn ich darüber versiegel. Ich gehe hier bei mir an meiner Terrasse in zwei Etappen vor. Ich muss hier einmal alles hier rüberstellen. Weil die Palme, die kriege ich jetzt hier nicht auf die Wiese geschoben oder ins Wohnzimmer will ich mir die auch nicht stellen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal alles hier rüberräumen und werde erstmal diesen Bereich komplett reinigen. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass es erstmal nicht regnet in den nächsten Tagen. Es ist zwar alles noch ein bisschen bewölkt, aber es soll hier keinen Regen geben. Ideale Voraussetzung, um jetzt hier erstmal die große Reinigung starten zu können. Ja, ich schiebe jetzt alles rüber, reinige den Bereich und dann zeige ich euch, wie ich hier diese Terrassenplatten versiegel und nicht imprägniere. Okay, ich mache mich mal ans Tagwerk. So, gereinigt habe ich es. Man sieht es ja hier eindeutig. Diese Seite ist noch schmutzig. Diese Seite wurde gereinigt, Unkraut rausgekratzt und Moos entfernt. Hier sieht man schon das Problem, was ich habe, welches ihr vielleicht auch haben werdet. Ich zeige euch das mal eben eindrucksvoll. Hier oben ist ein Balkon. Hier runter, da, sind die Steine von der Oberflächenstruktur her anders als dort. Hier ist eine leichte Linie zu erkennen. Ich gucke mal, wie ich das hier für euch vernünftig gefilmt bekomme. Das jetzt einmal die Oberflächenstruktur an dem überdachten Stück. Da ist so ein leichter Glanz drauf. Und jetzt gebe ich mal zur Oberflächenstruktur von den Steinen, die im Regen stehen. Die sind von der Oberflächenbeschaffenheit ganz anders. Die sind viel rauer. Ich gucke mal, ob ich das hier so rangezoomt kriege. Das sind jetzt die Flächen meiner Terrasse, die im Regen stehen. Komplett aufgeraut. Und ich bin heute Morgen schon hergegangen. Ihr seht hier die Reflexion der Sonne. Ich bin heute Morgen hergegangen und habe drei oder zweieinhalb Platten imprägniert, nicht versiegelt. Und hier seht ihr eine ganz andere Lichtspiegelung der Sonne als hier zu der Platte. Die ist total matt und stumpf. Und das möchte ich jetzt für die gesamte Terrasse erschaffen. Hier sieht man es, diese 1, 2 und halb. Diese Platten habe ich heute Vormittag versiegelt. Ich starte jetzt mit dem Rest. Ja, und womit versiegel ich überhaupt? Erstmal diese Melorut Stein- und Plattenversiegelung, die ist echt klasse. Die kann ich euch nur zu 100% empfehlen. Bekommt ihr im Baumarkt oder eben unten in die Videobeschreibung setze ich euch mal einen Link zu amazon.de.
Das nächste, was ich nutze, ist hier so ein Abtropfschälchen und eine Rolle. Hier diese Rolle, nicht diesen Lammfellaufsatz. Ich kann hier nur diesen Schaumgummi, den kann ich euch zu 100% empfehlen. Lammfell, nicht, dass ich hier irgendwelche Lammhaare mit einrolle und muss dann hier die Terrasse noch anschließend rasieren. Das möchte ich nicht. Was müssen wir tun? Ganz einfach, Melarut, Steinplattenversiegelung, schütteln. Richtig gut durchschütteln. Ich werde jetzt für euch in diese Passage nur diese eine Fliese oder Platte, die werde ich versiegeln. Normalerweise fange ich natürlich hinten in der Ecke an und arbeite mich dann sukzessive nach vorne. Für das Video mache ich das jetzt mal eben in einer falschen Reihenfolge. Das ist keine Milch. Das ist die Uppsala. Und schon kleckert der Duppes hier. Dann rolle ich da gar auch noch eben drüber. Das ist keine Milch, das ist die Versiegelung. Jetzt wechsle ich mal eben die Seite, damit ich jetzt hier auch die Versiegelung auftragen kann. Ihr seht es schon, die ist so leicht bläulich. Und damit gehe ich jetzt her und versiegel diese Platte hier komplett. Macht das nicht zu dick. Wenn ihr das zu dick macht, habt ihr so eine Schleierbildung auf der Platte. Und eine Schleierbildung, die wollen wir doch schon mal beim besten Willen gar nicht haben. Ich trage das hier einfach nur normal auf. Nicht extrem dick oder extrem dünn. Einfach nur normal. Damit ich jetzt, wenn die gesamte Platte benetzt ist, hier einfach noch einmal in Ruhe rüberrollen kann. So. Das Ganze mache ich natürlich im Kreuzgang. Kreuzgang habt ihr bestimmt schon mal gehört. Einmal so rum, dann 90 Grad verdrehen. So, das sollte es gewesen sein. Wie gesagt, merkt euch mal, halt, der Sturm schiebt mir das Ding hier weg. So sieht's aus. Ja, der erste Anstrich, zwei Drittel, ist fertig. Ihr seht das jetzt auch an der Lichtspiegelung dort, die Sonne, wenn ihr die verfolgt, seht ihr genau den Übergang, wo ich gestrichen habe, versiegelt habe und wo noch nicht. Ich bin im Übrigen auch mitten auf die Fliese gegangen, gehe natürlich dann in einen Übergang über, dass man das nicht sieht, nur damit ich mich hier bei den ganzen Fliesen einfacher orientieren kann. Bevor jetzt einer in die Kommentare schreibt, du kannst doch hier nicht bei Sonnenschein streichen, das täuscht. Wir haben gerade mal 15 Grad draußen. Wichtig hier, die nächsten Tage soll es nicht regnen. Ja, glaube ich, sieht gut aus. Die nächsten Tage nicht regnen und laut Verpackung ist der Härtetrocknungsprozess recht schnell durch. Man kann es nach kurzer Zeit wieder betreten. Ich werde hier mindestens 24 Stunden der Sache Zeit geben zum Trocknen, bevor ich dann den schweren Grill und die Palme, auch Gustav ist müde, Gustav schläft, Gustav liegt auf der Seite, bevor ich dann die Palme darüber schiebe, damit ich hier den Rest weitermachen kann. Tja, anderthalb Tage sind rum. Und dann wollen wir uns doch mal anschauen, wie hier das Ergebnis ist. Hier ist diese Platte noch nicht gereinigt. Diese Platte wurde gereinigt. Diese Platte wurde gereinigt und versiegelt. Und ich habe zufällig mal ein klein wenig Regen mitgebracht. Schauen wir nach, ob wir hier einen Unterschied erkennen können. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wenn ich jetzt hier mal so die Kamera in das Licht versuche zu halten, das Wasser, das perlt richtig ab. Hier komplett alles plan nass, dort komplett am Perlen. Ja, und da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das, würde ich sagen, ist mein heutiges Tagwerk. Tja, und hier an den Platten, seht ihr es, habe ich auf jeden Fall Rostbildung. Der Rost kommt von den Rädern, von den Rollen meiner Pflanzkübelkiste, wo die Palme drin steht. Hier macht der Abacus-Reiniger natürlich nichts.
Hierzu nutze ich jetzt den Melarut Fliesen- und Steingrundreiniger, aber der ist auch für Kalk und Rost zuständig. Und den müssen wir auftragen. Vorher müssen die Platten einmal bewässert werden und dann am besten pur drauf. Und hier seht ihr es schon, er wirkt sofort. Jetzt nehme ich auch hier eine Bürste und mache diesen Bereich hier sauber. Und danach müssen wir das gründlich abspülen. Tja, inzwischen ist die Sache getrocknet. Das ist kein Müll, der da liegt. Das ist meine Markierung. Hier auf dieser Seite muss ich noch versiegeln. Aber der Rostfleck da hinten, schaut euch das mal an. Hier seht ihr jetzt gerade Bilder, wie der vorher ausgesehen hat. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, da ist nichts von übergeblieben von diesem Rostfleck. Und das bringt mich auf eine weitere Idee. Hier unten steht drauf, löst Kalk und Rost, Fliesen und Stein. Meine Duschkabine, die Glasscheiben einer Duschkabine sauber zu kriegen, zu entkalken, ist ja nahezu unmöglich. Ich glaube, ich mache dazu mal ein eigenes Video. Das seht ihr da oben, ob das funktioniert, auch in der Duschkabine und in den, ja, die Fliesen der Duschkabine, ob ich die damit sauber bekomme. Aber gut, ich imprägniere jetzt nicht, ich versiegel. Okay, das mache ich jetzt und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. Tja, die Reinigung und Versiegelung ist hier komplett abgeschlossen und ich weiß auch jetzt schon, es schreiben einige in die Kommentare, die vielleicht nicht bis an diese Stelle geschaut haben. Ich habe ja hier eine Naht hingelegt. Und zwar habe ich die Naht so bewusst gelegt, dass ich noch draußen reinkomme. Und zwar hier habe ich eine halbe Fliese gereinigt, die andere Hälfte gereinigt und versiegelt. Und die Leute haben doch jetzt in die Kommentare geschrieben, wie kann der Idiot das machen, das gibt doch einen Farbunterschied. Von wegen, der macht das, weil er kann. Da gibt es keinen Farbunterschied. Ich habe hier einfach die Versiegelung dieser Seite etwas überlappend hier aufgetragen. Hier gibt es keinen Farbunterschied oder sowas. Glaubt nicht, wenn ihr sowas in den Kommentaren lesen solltet. Tja, und dann gehen wir mal eben die Produkte durch. Wir haben hier drei Mittel, die ich verwendet habe. Zum einen ist der Abacus Steinreiniger Extrem. Das ist für mich das Königsprodukt hier schlechthin. Warum? Zeige ich euch sofort, weil das Ding kann noch eine Sache mehr. Dann haben wir Melarut Fliesen und Stein Grundreiniger, löst auch Kalk. Das Video seht ihr gleich am Ende im Abspann als Duschterrassenreinigungsvideo. Schaut es euch mal an. Und die Versiegelung. Das ist hier Melarut Stein- und Plattenversiegelung. Die Frage ist hier, die stellt ihr euch jetzt, wie viel habe ich gebraucht? Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Halb voll ist das Ding noch. Also recht sparsam. Ich habe aber auch hier nur ein einziges Mal aufgetragen, also nicht zweimal. Wie lange die Versiegelung hält, kann ich natürlich nicht beantworten. Ich habe es das erste Mal jetzt hier aufgetragen. Und jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch eine kleine Bonusgeschichte von meinem neuen Freund, Abacus Steinreiniger Extrem. Und zwar sehen wir hier jetzt die Garage meiner Nachbarin. Und dort oben ist alles voller Schwarzalge. Das ist meine Garage. Und ich bin hergegangen, habe erstmal an einer ganz kleinen Stelle versucht, Abacus Steinreiniger Extrem hier aufzutragen. Und bin dann vom Stuhl gefallen, als ich das Ergebnis gesehen habe. Jetzt schaut euch das mal an. Ich habe nur bis an diesen Riss und bis zur Fuge. Dort habe ich diesen Abacus Steinreiniger aufgetragen und das ist das Ergebnis. Ihr könnt euch hier sicher sein, ich habe diesen Bereich nicht neu gestrichen. Der ist einfach nur gereinigt. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man sowas einfach überstreichen würde. Und zwar hier bei meinen Nachbarn. Dort wurde wahrscheinlich Schwarzalge einfach nur überpinselt. Die kommt hier komplett durch. Tut euch einen Gefallen. Entfernt Schwarzalge komplett. Einfach nur lieblos drüber malen. Ihr seht, was dort passieren kann.
Tja, das war unser Video. Einmal Terrasse reinigen. Gut, habe ich ja schon gesagt, das Video setze ich euch nochmal in den Abspann, wie ich hier die Terrasse gereinigt habe. Die Versiegelung hier, da seht ihr nochmal die Sonne im Spiegel oder im Bodenlicht. Die Versiegelung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und seid doch ehrlich, bei so einer sauberen Terrasse hier zu sitzen, macht das Ganze doch viel mehr Spaß als auf so einer, ja, Schwarzalge, Grünalge, Flecht oder wie auch immer versifften Terrasse. Tut euch das einmal an. Ich bereue hier nicht eine Minute, die ich hier gearbeitet habe. Tja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Tja, das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.